So, hi Leute, nochmal ein Tutorial von mir zum Panzerkampfwagen 3. Was sind die Stärken von dem Panzer? Der Panzer hat, ich sage mal, brauchbare 350 Hitpoints, ein Gesamtgewicht von 22,65 Tonnen, also sorry, das war das Maximalgewicht in meinem Setup, wiegt er 20,26 Tonnen, 440 PS. 64 km/h Höchstgeschwindigkeit und die schafft er. 45 Grad Wendegeschwindigkeit in der Sekunde von der Wanne. Und 44 Grad Wendegeschwindigkeit vom Turm. Das heißt, kombiniert ist es damit ein Panzer, der ist ideal, um Gegner auszukreiseln. Also. Der Panzer lebt von seiner Mobilität. Das ist ein echtes Monster. Selbst KV-1 oder sowas ist damit überhaupt kein Thema. Sobald man den einzeln im offenen Gelände erwischt, ist der KV-1 Geschichte. Also er hat nicht die Chance, so schnell den Turm zu drehen, selbst in Kombination mit der Wanne, wie der Panzer 3 um ihn rum ist. Zur Panzerung. 70, 30, 50. Das bedeutet an der Wanne 7 cm Panzerung vorne. Natürlich hier unten wie immer die Schwachstelle. Aber angewinkelt, ungefähr so angewinkelt, circa, bounced hier einiges. Und wenn man dann mal noch, sag ich mal, so zum Gegner steht und dabei immer wieder vor und zurück fährt, prallt hier vorne enorm viel ab. Also die Panzerung ist definitiv auf Tier 4 auch eine Stärke von ihm. Die Turmpanzerung 57 30 30 passt, also kann man nichts sagen. Der Standardschaden 53 bis 88, die Durchschlagskraft 50 bis 84, das ist auch Standard. 24 Schuss in der Minute, 330 Meter Sichtweite, das ist nicht schlecht. Und 710 Meter Funkreichweite. Das ist wieder dieses altbekannte deutsche Fug 12. So, bei der Forschung, was gibt es hier wirklich Wichtiges? Es gibt zwei Kanonen, die hier brauchbar sind. Oder ich sag mal, je nach Spielstil. Das ist einmal die 7,5 cm KWK 3711-24. Das ist eine HE-Kanone, also eine typische HE-Kanone. Das ist diese eine Stummelkanone. Ich mag sie nicht, aus dem einfachen Grund, weil sie zu ungenau ist und der HE-Schaden selten ankommt. In höheren Tiergefechten ist man damit fast gezwungen, Gold zu schießen, und um sie wirklich brauchbar zu machen, ist die Kanone nur mit Gold nutzbar. Mit HE hat man damit zu viele Ausreißer im Schaden, die so enorm niedrig sind. So, zu den Daten. 7,5 cm die Haubitze. Sage ich mal, ich sage mal Haubitze, es steht zwar KWK da, aber es ist effektiv eine Haubitze. Die 5 cm, das 5 cm Geschütz, die L60 ist die normale AP-Kanone, also die panzerbrechende Munition verschießt. Dann stehen hier bei der 7,5 cm 14 bis 17,6 Schuss Feuergeschwindigkeit in der Minute gegenüber 24 bis 28,6 bei der 5 cm Kanone. Der Durchschlag sind bei der 7,5er 43 mit sorry, AP, 87 mit APCR und 38 mit HE. Bei der 5 cm ist das hier 67, 130, 25, also überall besser, bis auf HE. Was natürlich wieder so ein Augenmerk ist, wo man sagen muss, oh, HE-Kanone. Also es sind immer so diese Anhaltspunkte. Der mittlere Schaden 110, 110, 175. Bei der 7,5 cm. Dazu muss man aber sagen, diese 110 Schaden bei AP müssen erstmal ankommen,
weil die diese 43 mm Durchschlag einfach miserabel sind. Das heißt, entweder nutzt man hier die APCR mit 87 mm Durchschlag, was besser ist, aber nicht unglaublich gut, oder man schießt HE in der Hoffnung, dass man gute Schadenstreffer landet. So, die 5 cm KWK hat hier 70, 70, 90. Ja, wie braucht man nicht viel dazu sagen. Die Genauigkeit auf 100 Meter, da scheiden sich die Welten. Das ist einmal 0,55 bei der 7,5 cm, was sie einfach da, also damit ist klar, das ist eine reine Nahkampfwaffe. Und die 5 cm hat hier 0,39 bis 0,4, womit auch Snipern möglich ist. Dann haben wir eine Zielerfassung, die bei beiden identisch ist, von 1,7 bis 2,3 Sekunden. Das ist für Tier 4 ein richtig fieser Wert. Da kommen wir aber noch gleich dazu, wie man da gegenwirken kann. Gewicht ist 780 Kilo bei der 7,5 cm und 700 bei der 5 cm. Ich empfehle auf jeden Fall hier die 5 cm L60. Die ist einfach deutlich schneller in der Feuerrate und zum Umkreisen von einem Gegner oder kurzfristig aus der Deckung rauskommen, einen Schuss absetzen und gleich wieder verschwinden, ist sie einfach deutlich besser. Sie reduziert durch das niedrige Gewicht die Trägheit, also mehr Gewicht ist ja immer so ein Punkt, der Trägheit mit sich bringt. Deswegen ist es ganz gut, wenn der Panzer möglichst leicht ist in einem brauchbaren Setup. Ansonsten gibt es hier nicht viel zu sagen. Klar, die Ketten erforschen, höchster Motor erforschen, Funkgerät auch, insofern ihr es nicht schon habt. Und dann kommt der, muss ich mal geschwind gucken, ob sie es zulässt. Nein, es geht leider nicht. Also die Topkanone, die ich hier empfehle, 5 cm KWK 39 L60, passt nicht in den Stockturm. Also dazu muss wirklich der Turm ausgebaut werden. Und dann wird das ganze Spielzeug hier brauchbar, sage ich mal so. So, durch die Geschichte, die wir jetzt gerade durch haben, zu den Zubehör, Lüftung, dieses Zusatz Plus auf die Mannschaftsmitglieder nehme ich eigentlich mit, wo immer es geht. Dann haben wir hier einen Waffenrichtantrieb, um diese 2,3 Sekunden Einzielzeit, 1,7 bis 2,3, einfach zu verkürzen, weil es wirklich bitter ist, wenn man mal sniped oder aus größerer Entfernung schießt und dann länger stehen bleiben muss, bis der Zielkreis geschlossen ist und dafür vom Gegner eine kassiert. Deswegen hier Waffenrichtantrieb ganz klar. Den Ansetzer, um die Feuergeschwindigkeit nochmal zu erhöhen. Und damit wird aus dem Spielzeug hier ein richtiger Stresspanzer, womit man Gegner ärgern kann ohne Ende. Munition hat der gute 93 Schuss, das ist eine ganze Menge. Ich habe hier 60 Schuss reguläre Munition und 33 Schuss Premium. Sorry. Und das wäre dann meine Beladung. Also Premium schalte ich regelmäßig drauf um, wenn es gerade gegen irgendwelche schwereren Panzer oder gut gepanzerten Ziele geht. Mit dem Panzer kann man auch öfter mal Auto-Aim nutzen, also wenn man jetzt den Gegner umkreist und dabei aber sein Umfeld im Blick behalten will, dann ist es ganz sinnvoll, oft mit Auto-Aim zu spielen. Muss aber nicht, geht auch ohne. Ich benutze es ganz gerne, insofern jetzt zum Beispiel Matches ein bisschen enger werden, dann
schalte ich bei sowas bei umkreiselige Spielchen gerne auf Auto-Aim um und beobachte ganz genau, was um mich herum passiert. Nicht, dass ich nachher derjenige bin, der Mops ist. So, Zubehör, diese Geschichten hier, wie immer, Handfeuerlöscher, kleine Ersatzteilliste, sorry, Ersatzteilkiste und Erste-Hilfe-Kasten zur Crew. Da bin ich hier ja, wie man sehen kann, noch weit, weit weg von irgendwas Brauchbarem, beziehungsweise mal anfangen zu skillen. Ich würde hier skillen beim Panzer 3 in der ersten Runde Kommandant Sechster Sinn. Restliches Team Reparatur. Im zweiten Durchgang lernt der Kommandant dann die Reparatur und oh, sorry. Heftige, heftige, heftige Nacht heute gehabt. Viel zu tun gewesen. Der Kommandant, wie gesagt, lernt Reparatur. Der Richtschütze lernt hier an der Stelle dann Scharfschütze. Der Fahrer fahren wie auf Schienen. Der Funker Weitsicht, wie immer. Und der Ladeschütze. Sichere Lagerung. Im dritten Durchgang dann wahlweise entweder Tarnung oder Waffenbrüder, je nachdem, worauf man Lust hat, was wie kommt drauf an, wie man ihn spielt. Also wenn man sehr offensiv spielt, dann auf jeden Fall die Waffenbrüder nehmen und wenn man ihn eher defensiv als Sniper spielt, dann die Tarnung nehmen. So, wie viele Gefechte habe ich schon auf dem Kleinen? Es ist neben, also es war ein Panzer, den ich in meiner Anfangszeit gespielt hatte und mit dem ich überhaupt nicht klargekommen bin. Ich glaube, ich hatte hier eine Effizienz von 300, wenn es hochkommt. Mittlerweile wird es besser. Man sieht aber auch hier 109 Gefechte, 33 Abschüsse. Und ich glaube, die meisten Abschüsse davon sind jetzt aus den vergangenen Tagen, wo ich ihn wieder ein bisschen spiele. Also hier habe ich mich richtig, richtig übel in die Nesseln gesetzt. Die mittlere Erfahrung je Gefecht zeigt es auch an. 196, das ist echt übel bei der Gefechtsanzahl. Aber wie man bei der maximalen Erfahrung pro Gefecht sehen kann, hat sich in letzter Zeit auch was getan, also 1008. Es wird definitiv besser. Es ist ein Panzer, den werde ich in nächster Zeit dann wohl doch noch verstärkt spielen müssen, um A, einmal die Statistik auszugleichen und auch hier diese Werte, die ich so granatenmäßig in den Keller gespielt habe, aufgrund dessen, dass ich den Panzer nicht verstanden habe. Der Panzer 3 ist dem VK 2001D sehr ähnlich. Den hatte ich mir mal just for fun gekauft und bei dem sieht man den Unterschied, also 98 Gefechte, 104 Abschüsse, mittlere Erfahrung im Gefecht 304. Ist auf jeden Fall deutlich besser. Der Schaden, den ich verursacht habe, das war im Durchschnitt 341. Also ich würde mal sagen, es sind brauchbarere Werte, sieht man auch hier bei der Effizienz. Der Unterschied kommt einfach zustande dadurch, dass ich den Panzer nicht verstanden habe, als ich ihn zuerst gespielt habe. Und den hier habe ich gekauft. Da habe ich schon gewusst, wozu sie brauchbar sind und habe ihn dann eben dementsprechend gespielt. So, Dele. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Panzerung habe ich angesprochen, Mobilität habe ich angesprochen, Crew habe ich soweit angesprochen. Forschung ebenfalls, Ausrüstung ebenfalls. So, ich glaube, das war's. Na, vielleicht noch hierzu. Zum Panzer 3 kommt man vom Panzer 3A und man landet beim Panzer 3-4, der dann letztendlich hier weitergeht auf den VK 3001D oder den VK 3001H und so weiter dann führt. Entweder zum 10er Leopard 1 oder zum, hoppla,
E50M über die Pantherschiene. Gehört also hier definitiv irgendwo mitten rein und ist auch da ist er. Ein wichtiges Bindeglied für die Medium-Reihe. Gehört nebenbei, es ist kein leichter Panzer, es ist ein mittlerer Panzer, also ein Medium. Aber spielt sich ein bisschen wie ein leichter Panzer durch seine Mobilität. Genug palavert. Jetzt hänge ich noch zwei Replays dran, wo man mal angucken kann, was mit dem Panzer so geht. Und wünsche euch so lange viel Spaß beim Angucken, Fragen, Anregungen, Wünsche etc. immer gern gesehen. Und dann lass uns mal eben krachen. Howdy! Ein ganz anderer Panzer spiele ich nur sehr selten. Mit dem habe ich in der Anfangszeit von WoT, als ich das Spiel frisch begonnen hatte, total versagt, ihn als Scheißpanzer abgestempelt und nie wieder gespielt. Den habe ich jetzt allerdings nochmals gekauft, weil das ein Junior-Kompanie-Panzer ist, der da sehr gerne gespielt wird und wo auch die Clanleitung von der D-Pack gesagt hat, entweder den oder einen vergleichbaren anderen Panzer der Stufe 4, um eben Kompaniefahrten zu starten, um das koordinierte Zusammenspiel zu üben. So, gucken wir uns das Matchmaking an. Wir haben einen Tier 4 Panzer, das Matchmaking ist ein Tier 5 Match. Also heißt das für uns, wir müssen hier ordentlich Gummi geben. Also so einfach wird es nicht, weil er jetzt nicht die gefährlichste Kanone hat. Was auch in vielen Situationen dazu führt, dass man mit AP-Munition überhaupt nicht mehr durchschlägt beim Gegner. Und man eine gewisse Bereitschaft haben sollte, hier auch Premium zu verschießen. Der T25 hier, der uns gesehen hat, bringt uns in eine Situation, wo schwierig wird, weil er einfach einen deutlich höheren Lebenspunktepool hat und auch eine bessere Kanone, also eine deutlich stärkere Kanone. Das heißt, wir müssen hier die Mobilität vom Panzer 3 ausspielen. Und die ist nicht von schlechten Eltern. Ich fahre hier zurück. Stecke den Treffer ein und sehe, da ist noch ein T14. Das heißt, ich muss hier schnellstmöglich aus der Schussreichweite vom T14 kommen, nutze die Steine als Deckung, bewege mich hin und her und schieße dabei weiterhin den T25, der nicht mehr in der Lage ist, jetzt nochmal zu treffen. Für das bereits angesprochene, der Durchschlag ist beim T14 nicht möglich, eventuell seitlich oder vom Heck, aber das kann ich hier leider nicht einziehen. Unten, wie gesehen, der Durchbruch vom B1 des Gegnerteams. Keiner scheint ihm hier auch großmächtig zu folgen. Der Panzer 4 ist genau im richtigen Moment zurückgefahren und der Schuss ist abgeprallt. Dafür bekommt der Churchill seine verdiente Strafe dafür, dass er mit dem Heck zu uns fährt. Ich komme hier nicht mehr an den Churchill, aber sehe, dass der B1 jetzt mittlerweile fast an der Base ist und mache mich auf den Weg
zurück. Der M3L scheint hier AFK zu sein, zumindest erfolgt keine Reaktion auf den Beschuss vom B1. Und auch hier wieder gedenke ich, die Mobilität vom Panzer 3 auszuspielen und einfach den Gegner durch die Geschwindigkeit und Agilität aus dem Match zu nehmen. Ich habe hier umgeladen auf Premium-Munition, weil mit Standard-Munition nicht gerne gebounced wird. Ich fahre hier wieder vor und zurück, winkel ein bisschen an und produziere einen Abpraller. Immer schön in Bewegung bleiben, ist der Panzer der Einzige überhaupt nicht in der Lage, uns weiterhin zu durchschlagen. Und wir machen uns gleich auf die Reise, weitere Gegner zu finden. Ich habe wieder umgeschalten auf normale Munition, da die für die verbleibenden zwei Gegner einfach ausreichend ist. Für die Matilda entscheide ich mich dann doch nochmal aufgrund des niedrigen Health-Pulls, den ich noch habe, Premium-Munition zu verschießen. Und lande hier nochmal einen Treffer im Vorbeifahren. Und somit ist das Match hier auch beendet. Ich hoffe mal, das verdeutlicht ein bisschen, wie man den Panzer spielen kann. Optional, also er ist, wie gesagt, sehr beweglich. Die Kanone feuert sehr schnell. Und insofern man sich darauf einlässt, ihn zu spielen und nicht versucht, zwanghaft irgendwie anders zu spielen, in ein Schema, wo er überhaupt nicht reinpasst, macht der Panzer durchaus viel Spaß und macht auch viel Schaden. Einfach mal in die Postgame-Stats gucken. Der Schaden, den ich angerichtet habe, war gar nicht von schlechten Eltern. Und das, obwohl wir hier nicht Top-Tier waren. Von daher brauchbares Spielzeug. So, bei Gefallen wie gehabt, Kanal abonnieren, gefällt mir drücken und in Kürze folgen weitere Videos. So, Teil 2 vom Tutorial. Beziehungsweise zweites Replay zum Tutorial. Hier auf der Map Heiliges Tal. Ein Tier 4 Gefecht mit Tier 3 Anteil, sage ich mal so. Ich suche hier am Matchbeginn nach dem T15, weil mir das überhaupt nichts gesagt hat, der Panzer. Und er war hier leider auch nicht so gut zu erkennen. Grund davon war, weil mir XVM angezeigt hat, dass der Spieler ein sogenanntes Unikum ist. Also ein sehr gutes XVM-Rating hat. Und da hat mich doch glatt interessiert, mit was für einem Auto der da rumfährt. Nicht, dass es vom Auto abhängig wäre, sondern einfach nur der Neugier halber. So, ich fahre hier die B-Linie, die auf der Karte sehr oft spielentscheidend ist. Ich nutze hier die Geschwindigkeit vom Panzer 3, um möglichst weit nach vorne zu kommen. Wie man sehen kann,
Sind meine Verbündeten entweder mit angezogener Handbremse unterwegs? Oder ist der Kaffee ausgegangen? So, hier der Cruiser 4 offensichtlich nicht in der Lage, auf seine Minimap zu gucken. Hier natürlich der erste Schuss geht hier ganz klar auf die Kette, damit der Gegner so stehen bleibt und überhaupt keine Chance bekommt, auf mich zu schießen. Su-85D in Geschenkstellung. Hier noch zwei Blindshots, zeigen mir aber aufgrund vom Aufschlag an, dass ich hier nichts mehr treffe. Fahre hier ein Stück nach vorne, um zu sehen, ob ich hier noch Gegner aufklären kann. Und da haben wir ihn schon. Ich glaube, ich habe hier den Zaun getroffen. Und gleich nochmal diese Mauer oder was es darstellen soll. Gegner prallt beim ersten Schuss ab, mit dem zweiten knockt er mir das Geschütz aus, beziehungsweise beschädigt es mir. Wirkungstreffer! Ladeschütze tot! Wir können nicht mehr so schnell schießen! Wir haben sie nicht mal angekratzt! Ich zieh mich hier etwas zurück, repariere meinen Ladeschützen, beziehungsweise wiederbelebe ihn. Versuche eine andere Position zu finden, um den T-40 unter Beschuss zu nehmen. Nachdem er hier einfach in der besseren Position ist, weil er sich nicht mehr bewegen muss. Ich sehe hier wieder die Su-85B. Der ging voll durch ihre Panzerung. Kann natürlich den nächsten Schadenstreffer ansetzen. Und wiederum verschwindet er. Ich hätte hier allerdings mehr links schießen sollen, weil da war zu erkennen, dass ein Baum gefallen ist, also muss er da lang gefahren sein. Kritischer Treffer. Hier treffe ich leider nur die Kette. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Und kann aber den Abschuss doch noch sichern. Somit zwei Kills. Und auch schön zu sehen, dass bei entsprechendem Winkel einfach die Panzerung hier hervorragend ist. Und hier jetzt die hohe Geschwindigkeit in Verbindung mit der brauchbaren Masse in der Lage, einen in die Lage versetzenden Hetzer zum Beispiel seitlich fast one zu hitten. War jetzt an sich nicht mehr nötig, aber ich wollte einfach noch den Damage haben und habe ihn deswegen einfach gerammt. So, die Postgame-Stats davon auch in der Videobeschreibung. Ich hoffe, das zeigt ein bisschen die Möglichkeiten vom Panzer 3 auf. Und ja, bei Gefallen einfach Kanal abonnieren, Gefällt mir drücken und das Folgen in regelmäßigen Abständen neue Videos. In diesem Sinne, viel Spaß noch beim Spielen.